Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich crafte hier noch schnell mal ein paar Äxte, fäll ein paar Bäume. So, damit wir immer das Beste haben. Inventar ist schon voll mit Äxten. Deswegen benutze ich Slot 1 und habe dann immer das beste Werkzeug wieder in der Hand. Einfach mit Q wegschmeißen. Ist das nicht ein toller Trick? Naja. Jetzt so, wa? Schon wieder voll. Mann. Mit Steinäxten kann man es machen, mit Stahlächsen wäre das ein bisschen mehr Verschwendung. Ich weiß, ich könnte scrappen, aber ich will jetzt... das muss schnell gehen. Ich brauche jetzt schnell Holz. Wie hoch stackt das eigentlich? 5000 oder was? Das ist ja der Hammer. Und dann machen wir uns ein paar Spikes schnell, damit ich ein bisschen Rundumsicherung machen kann. Nicht viel, aber etwas halt. War's das? Jo, alle Äxte sind durch. Scrappen uns den Rest mal ganz schnell. Scrap. Und dann werde ich die Forge und die Workbench werde ich nach oben verlagern. Ich habe den Tipp bekommen, nicht alles unten zu lagern, falls sie durchbrechen. Vielen Dank für den Tipp. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Stand in einem Kommentar drin. Und man kann die Sachen ja abbauen, Gott sei Dank. Das funktioniert ja. So, der Baum ist auch weg. Nehmen wir uns noch ein bisschen Gras mit. Was liegt denn hier rum? Achso. Hier rum, ja, rum Löffelspiel. Das ist ein wirklich feines Spiel. So, wir hauen uns hier noch ein bisschen Gras. Oh, Federn. 20, geil, ey. 20 potenziell tote Zombies wieder. Ja, Herr Schröber, ich freue mich immer sehr über Federn und über Tiere. Das bringt einen weiter. Das ist, ja, Federn sind Leben sozusagen. Also, Federn sichern unser Überleben. Oder mein Überleben eher hier. Deswegen solltet ihr auch, wenn ihr zockt, sucht Federn. Solange ihr noch keine Schusswaffen habt, Federn sind das A und O und das absolut Wichtigste, was ihr mitfinden könnt. Ihr könnt natürlich auch Knüppel bauen, wenn ihr auf Nahkampf steht. Von mir aus. Woodlock, Spike. Nee, machen wir 50 bitte. Machen wir nochmal ein paar und... Und. Oh, schon leer. Okay. Wir müssen nochmal ein bisschen Gras mit. Machen wir so 100 Gras hier. Können wir zur Not nochmal ein paar Äxte craften. Ich bin nicht ganz auf die 200 gekommen. Das waren jetzt 44 Stück nochmal. 99, 100. Tada! Und nochmal ein Level Up. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Holz mit wieder. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da noch upgraden kann, aber wir nehmen es mal einfach mit. Und ich muss halt jetzt erstmal das Material aus der Forge verbrennen. Hinten war ein Hirsch. Habt ihr den gesehen? Wer hat den Hirsch gesehen? Na, da ist er. Sollen wir? Zwei sogar. Geil. Kaiser schießt wieder 1A hier. Bleib stehen, du Sau. Boah. Unglaublich. Wie, und nicht tot? Ich muss voll draufhalten. Mann, doch, Hirsch. Super geschossen. Oh, jetzt wieder Leckerchen. Und dann können wir... Na, eine zweite Forge. Weiß ich nicht, ob ich eine zweite Forge bauen soll. Und es gab auch einen geilen Tipp, einen Forge-Raum unter einem tiefen, großen See zu bauen. See. Das hat jetzt das Geräusch wahrscheinlich verschluckt. Ein tiefer See und darunter dann Forge-Haus. Oder eine Forge-Area. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Idee, ne? Dann gehen die Zombies halt planschen. Hm? Mann. Eier sind ja auch gut, aber... Das andere wäre mir lieber. So, wie sieht's denn aus hier? Mit Spikes. Wunderbar. Da haben wir ein bisschen was. Können wir vielleicht nochmal... ja. Okay, Spiders sind natürlich auch immer so eine Gefahr. Und jetzt wird's auch schon langsam echt duster. Was? Alter, erschreck mich nicht so. Wo kommst du denn her? Ah, was ist das denn, ey? Geil gesetzt. Ach, ich hasse das.
So. Der hat mir da schon schön was kaputt gemacht, der Affe, ne? Hallo? Lass dich setzen. Das geht wieder mal nicht. Boah. Ich hab heute auch wieder hier, ne? Bin ich wieder am Drücker. Na komm. Du musst weg. Oh, immer diese blöden Sträucher. Ob das reicht, um einmal rumzukommen? Könnte, ne? Fast. Ernsthaft? Vogelnest? So. Ja, ja, geh mir nicht auf den Keks hier. Du Arsch. Kannst du mir Angst machen oder was mit deinem komischen Rumgestöhne hier? Dann haben wir wenigstens schon mal einen kleinen Verteidigungswall. Ja. Komm mal nochmal 10 hinterher. Was ist? Krüppel. Ah, der war bestimmt schon vorher ein bisschen kaputt, aber. Na, da ist was zum Reparieren. Wunderbar. So. 3, 4. Reicht doch perfekt. Genau. Machen wir es direkt wieder kaputt, ey. Oh, Mann. Ein Königreich oder ein Kaiserreich eher für einen Mining-Helm. Komm. Da treffe ich nur schlecht oder die Hitboxen sind echt kacke geworden hier. Was mache ich denn da? Habe ich da Clay ausgegeben? Warum kommt denn da schon wieder irgendjemand? Ach Leute, ihr nervt, wisst ihr das? Das hört sich jetzt aber noch ein bisschen mehr an. Schenkt das Spiel mir eine Horde? An Tag 2. Ist es wirklich... Oder ist es einfach nur einer, der sich verirrt hat? Ist mir jetzt egal, ich will... Oh. Erstmal hier fertig machen. Oh. Da kommt wirklich jemand. So. Da kam jemand. Blöde Sau, du. So, Matsche mitnehmen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Tür zu. Und ja, wir haben Hunger. So, wo bauen wir denn alles hin? Sollen wir hier schön Forges hinbauen und die Workbench? Ja, ne? Ich glaube, das passt. Wollen wir den Kamin wegmachen? Nee, komm, lassen wir stehen. Ist schon halb abgebaut, aber egal. Was haben wir denn? Iron und Clay. Okay, um das wieder rauszukriegen, müssen wir Iron machen. Boah. Das dauert. Das dauert. Kann ich euch mal scrappen? Genau, komm, brauche ich nicht hier. Brauche nicht hier, der Blödsinn da, du. Machen wir uns mal ein paar Bolts. Auch noch ein bisschen mehr Platz und dann können wir mal unser Holz eben teilen. Na, okay, komm. Dann brauche ich aber auch kein Clay mehr verbraten. Dann machen wir jetzt Iron. Und Lump of Clays. Obwohl, ja doch. Dann ziehen wir das Zeug halt so wieder raus, bauen die Forge ab. Und die Workbench können wir auch direkt abbauen. Das funktioniert dann mit... In dem Tool muss ich aber erstmal Platz machen, bevor es mir irgendwie durch irgendwelche mysteriösen Umstände auf einmal verloren geht. Das wäre natürlich schade. Cotton. Auch schön, oder? Also dieser Sortierknopf ist echt Gold wert, muss ich ja mal sagen. Komm, die Samen schmeiße ich da mit rein. Können wir uns mal einmal eine Baumfarm bauen. Nähere Gläser. Hatte ich nicht arschviel Wasser? Doch, hatte ich. Guck mal. Yeah. Und es ist wieder dunkel und laut. Ich mag's nicht. So, Knochen noch rein. Den ganzen Kladderadatsch hier. Können wir mal damit reinhauen. Du kommst mal mit. Let's
das hätte ich auch andersrum machen können. Egal. So, das können wir einschmelzen, das können wir einschmelzen, das schmelzen wir nachher auch wieder ein. Und du erstmal auch da rein. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus hier. Ach ja, wir haben ja noch ordentlich Zeug. Das heißt, Waffenlevel auch nochmal hochbringen und eine 200er Dingens machen hier. Eine Crossbow. Hm. Ist die Frage, kriege ich das mit Knüppeln hoch? Wenn ich Knüppel skille? Ich hoffe mal. So, Achtung, Trick 17. Ich hoffe, das funktioniert jetzt echt. Euer Wort in Gottes Ohr. Jetzt buff weg. Dann bin ich traurig und weine. Gott sei Dank. There she is. The beauty. Alles klar, wunderbar. Pass mal auf, dann tun wir die mal. Nicht dahin. Ist aber dunkel. Stellen wir die mal dahin. Ja, das geht nicht hier, weil. Das ist ein. Weil dieses blöde Geländer hier im Weg ist. Das heißt, ich kann auch keine zwei Forges hinstellen. Zwei Forges hätte ich schon gerne. Hm. Aber wir haben erstmal schön unsere Workbench hier. Guck mal, kann ich nicht den Blumentopf auf den Schreibtisch stellen? Das Ganze nicht so nach Arbeit aussieht. Ja, toll. Ach, was herrlich. Da hätte ich ja noch ein Bild. Komm her. Voll die Nikotinflecken, nein. Das habe ich hier bei mir in der Wohnung gehabt. Vormieter, total nette Leute, aber waren halt starke Raucher, haben in der Bude gequalmt. Und dann habe ich das Wohnzimmer. Alter Schwede. Es gibt ja so Nikotinfarbe, ne? Mhm. Arschteuer. Ach, guck mal, so ist doch hübsch. Oder da drüber. Man muss da drüber hängen. Der Kamin wird irgendwann weichen müssen. Hängen wir es da drüber, der schiefe Baum. Auf jeden Fall war das Wohnzimmer hier. Man hat genau gesehen, wo die Bilder gehangen haben. Das sah ungefähr genauso aus wie da. Da war halt schön weiß hinter. Und der Rest war dann bei näherer Betrachtung gelb. Mh, das war lecker. So, unten läuft die Forge durch. Dann wollen wir nochmal schauen. Construction Tools brauchen wir noch 9 Punkte und Steel brauchen wir 30. Das heißt, das würde passen. Sollen wir? Sollen wir voll in die Vollen gehen und Gas geben? Was hätten wir denn noch? Ich sag mal, zum Erforschen und so weiter bräuchte ich ja noch. Nee. Drum, 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 bom, bom. So, damit wir nicht so viel essen, trinken müssen. Ey. Ach, kostet 10 Punkte. Ich dachte 5, wäre egal. So, wir können Stahl machen. Yay, yay, yay. Hoffe ich, oder? Was ist los hier? Ja. Ja, das sieht gut aus. Oh, Mama. Und vor allem können wir jetzt Items kombinieren. Sollen wir das mal, können wir testen das mal mit einer Steinaxt. Das habe ich noch nie gemacht. Nee, machen wir mal 10. Bin ich mal gespannt. Wie das funzt. Also. Wir schmeißen ein Item da rein. 283er und kriegen eine 187er raus. Jawohl. Ja, und das war's, ne? Genau. Schmeißen wir die wieder rein. Machen so und kriegen eine 196er raus. Oh, wir verarschen das Spiel mal ein bisschen. Nee, jetzt verarsche ich mich selber. So, oh. Machen wir so. Machen wir so. Oh. Ey, das ist ja geil. Immer. Also. Können wir uns mal eben hier eine absolute mega super Axt machen. Ist das so gewollt? Ich meine, ja, ich will. Das ist ja super. 45 Stück kommen. Da machen wir jetzt mal hier den reinsten Crafting-Marathon. Boots. So. Die brauchen wir, genau. Ja, ich muss den Rhythmus kriegen und dann. Boah, wie geil ist das denn? Ja, ich schnall ab. Das kann ich stundenlang machen. Das könnte ich jetzt stundenlang. Komm, wir gucken mal, wie hoch wir kommen. Ich glaube, 500 ist das Maximum, was man craften kann. Nein.
Und 600 ist das Maximum, was man dann hier aus dem Zeug kriegt. Ach, erinnere mich immer wieder an die Woodies. Das ist so schön. Geiler Scheiß. Ja, ist natürlich die Frage, ne? Jetzt habe ich gleich eine super Axt und die könnte ich dann natürlich nach und nach immer mal wieder reparieren. Und schon sind wir bei Blau. Fantastisch. Ne, schummeln ist das nicht. Das Spiel gibt's ja vor. Also von daher. Tüdü. Könnte bei 800 Echsen natürlich ein bisschen eintönig werden, aber 1 und 1 ergibt doch 3. Ich wusste es immer. Da hat man nachts was zu tun. Das ist doch super geil. 475. Scheiße. Guck mal, fast 10 Level immer. Das ist ja der Hammer. 9 Level. 9 Level sind's. Bang! Lila Stone Axe. Klasse. Ja, kann man machen. Scheiß auf Stahl. Echt, brauchst du nicht. Wir machen uns 10 lila Steinäxte und damit sind wir die absoluten Kings. Können uns bis zum Bedrock runterbuddeln. Und sind die Helden vom Erdbeerfelde. Na, komm. Unser Level steigt gleichzeitig noch. Guck mal, jetzt sind wir hier auch schon fast auf Gelb. Ist doch super. So kriegt man in 2 Minuten lila Werkzeug. Tada. Und Gelb. 600. So, und jetzt ist wahrscheinlich das Ende der Fahnenstange erreicht. Genau, guck mal, haben wir unsere erste 600er Axt. Dann machen wir eine 200er. Und nochmal eine 200er und haben eine 210er. Zack. Ja gut, das muss man dann echt 30, 40, 50 Mal machen. Muss man nicht, kann man machen. Jetzt möchte ich aber mal kurz vergleichen. Warte, eine machen wir uns noch. So, jetzt vergleichen wir mal eben ganz kurz. Hat eine Block-Damage von 63,57 und die 47. Also ist schon ein Unterschied, ne? Da ist schon ein Unterschied. Also, ich meine, es ist nicht kompliziert oder schwierig. Das ist echt einfach nur Point-and-Click-Adventure. Ich glaube, das war's. Ja, geil. Que pasa? 600er Steinaxt. Oh, geil. Guckt euch das an. Bam. Tresore aufkloppen, kein Problem. Mit der 600er lila Steinaxt geht das wunderbar. Und guck mal, die nimmt auch kaum Schaden. Okay, also merke fürs nächste Mal, Workbench machen, Steinäxte. Oder Workbench finden und dann Steinäxte hochleveln. Ist ja der Knaller. Du! Oh, nein! Dich wollte ich nicht. Scheiße. Aber schneller geht's damit jetzt auch. Das ist der Hammer. Ja, aber das ist ja echt super geil. Was sagt ein Fortiforge? Alles raus. Cool. So, die bauen wir jetzt ab, indem wir. Okay, das machen. Oder wir nehmen einfach unsere super Axt. Und knüppeln uns das Ding mal eben runter. Und dann kurz vor Ende nehmen wir dann unsere Ranch. Ranch? French? Und zerlegen den Rest fachmännisch, damit er auch in die Tasche passt. Ne? So, jetzt bloß nicht zu viel machen. Kann ich einen Schlag noch? Ja, okay. Dann haben wir hier nämlich weniger zu tun. Und Hunger! Butz! Schon haben wir die Forge in der Tasche. Da kommt noch irgendwas anderes hin, das überlege ich mir noch. Ja, geil, keine Mod nötig. Einfach hinsetzen. Zeug rein. Das möchte ich jetzt erstmal noch nicht verbraten. Machen wir mal 100. Erstmal wieder so ein bisschen Grundstock sammeln. Herrlich. Crossbow, genau. So, was brauchen wir denn? Was ist denn hier? Weaponsmithing, das ist es also. Weaponsmithing, dann schauen wir doch mal, was so ein Klapp. Geht der auch auf Weaponsmithing?
Machen wir mal einen. Scheint so, ne? Weaponsmithing, tatsächlich. Alles klar. Ja, dann. Da sollen wir Iron Reinforced Clubs direkt machen. Think to the club. Boah, das ist aber teuer. Nö, komm, dann machen wir uns mal 100 von denen. Ja, ich kann jetzt nicht anders. Jetzt muss ich mal gucken, ob das auch funktioniert. Und tatsächlich, es geht. Wenn das jetzt auch noch auf den Weaponsmithing-Skill hochgehen würde, das wäre der absolute Overkill. Bam. Schon mal einen Jelben. Ist das geil. Also mal ehrlich. Und der pusht die so schnell hier raus, wenn er jetzt, muss er echt am Ball bleiben. Machen wir uns aus ein bisschen Holz hier, machen wir uns mal richtig fette Sachen. Guck mal, da ist Weaponsmithing schon auf Level 17. Das heißt, wir können uns auch mal eine schöne neue Crossbow machen. Und werden dann die alte und die neue auch mal hier fusionieren. Da gibt das ja auch noch mal ein bisschen was oben drauf. Ah, das gefällt mir sehr gut. Das ist super. Ich komme aber nicht hinterher hier. Guck mal, das Spiel ist schneller beim Craften, als ich hier irgendwie die Sachen schön machen kann. Ich frage mich gerade, wie er das macht hier, Combine. Zwei so Holzknüppel hinlegen und dann, wieso wird dann auf einmal ein besserer draus? Egal, wir stellen das Ganze mal nicht in Frage, sondern wir genießen einfach, dass es funktioniert und dass wir jetzt gleich blau haben. Boing, blau. Super. Ey, total geil. Meine Hand fällt gleich ab, meine Hand fällt gleich ab. Oh Mann. Das ist Magie, das ist reinste Magie. Ich wünsche mir so eine Maschine in echt. Oh, wäre das geil. So. Und lila. Boah, geht das fix. Aber ohne Scheiß, das geht mal so auf die Hand hier. Tada! Aber man hat echt eine Beschäftigung für die Nacht. Das ist doch richtig gut, oder? Was meint ihr? Machen wir uns mal zwei so lila Knüppel, das sollte reichen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir hier verbraten haben. Und der letzte, danke. So. Und nochmal. Das ist echt pervers. Hä? Oh, guck mal, Weaponsmithing Level 20. Boah. Also, Gott sei Dank spiele ich nicht mit Cam. Ohne Scheiß. Ich sitze hier so ein bisschen schief vom Rechner gerade. Das darf keiner sehen. Echt nicht. Oh, meine Hand, meine Hand, meine arme Hand. Wieso habe ich nur so viele gemacht hier? Und schon wieder grün. Boah. Ja, also eine wirklich... Ich dachte immer, Steine kloppen ist monoton. Das ist noch monotoner hier. Aber man sieht die Ergebnisse direkt. Das ist total gut. Echt. Eieieiei. Ich freue mich schon so drauf, morgen mit unserer absolut mega geilen Steinaxt rauszugehen und Bäume zu jagen. Echt. Wenn ich jetzt rauskomme, sind wahrscheinlich alle Bäume weg. Vor Angst abgehauen. So, jetzt kommt der Bekloppte mit seiner lila Axt hier und nee, da haben wir keinen Bock drauf. Wir sind da mal weg. So und so und... Ah. Und schon wieder lila. Der muss ja einen Damage machen, so. Wieso nehme ich den da oben eigentlich immer? Lass den noch da liegen, Mann. So. Hunger. Ja, Chris, jetzt warte, komm, wir gehen jetzt mal runter zum Kühlschrank und holen uns ein bisschen Fleisch. Eieieiei. So, 600er, fertig. Geil. Was ist denn mit den Ranches? Ich habe da noch Ranches hier drin liegen, zwei Stück irgendwo. Warte mal, wo sind die denn? Wenn ich die beiden kombinieren, du, ne? Was kommt denn da raus? Ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt. Jetzt esse ich erst noch mal eben schnell was. Soll ich... Nö, das Lagerfeuer bleibt unten in der Küche. Das bleibt hier. Oder? Ich weiß es noch nicht. Sind alle Klaps schon fertig? Tatsächlich. Cool. Ja, zwei 600er und den ganzen Rest hier. Komm, die scrappen wir. Und tja, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt den Daumen nach oben Button. Nicht den rechts daneben, das ist der böse. Dann könnt ihr natürlich auch drücken, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber dann schreibt mir doch lieber in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Und ich werde es nicht ändern. Könnt euch am Kopf stellen mit den Beinen wackeln, ist mir scheißegal. Nee, Quatsch, Feedback ist immer willkommen. Und her damit. Wenn ihr mehr sehen wollt, drückt den Abonnieren-Button, völlig gratis, tut nicht weh und kostet eine Sekunde, ne? Bis dann, tschüss.